Hallo Leute und willkommen zurück. Es freut mich hier zu sein. So, heute habe ich einen neuen Unterricht für dich. Und so, ich werde über ein paar Sachen sprechen und reden und hoffentlich gute Beispiele dir geben. So, ja, ich werde über ein paar Infinitive Constructions sprechen. So, zum Beispiel zu oder anstatt zu, ohne zu und ein paar Mal benutzt man außer zu. So, ich werde über diese grammatische Konstruktionen sprechen und ja, hoffentlich viele Leute können hilfst. Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Ja. Okay, so hoffentlich das freut sich. Oder freut dich. Scheint wirklich was zu werden. Ja, es kommt ich dann, es kommt gut. Gibt's nichts als Ärger. So, diese Wörter, sie sind benutzt am die meiste Zeit im Nebensätzen, in den Nebensätzen. So, man sagt etwas, dann benutzt es in zu sehr andere Sachen. So, lassen wir uns anfangen. Lassen uns mit zu anfangen. So, zu means in order to in English. So, du weißt schon, und so weiter. Bla 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 bla. Halt den Mund, Piper. Ich spreche. Piper. So, zu means in order to. So, zum Beispiel. Was habe ich zu sagen? Zum Beispiel, spart sein Geld, ein Haus zu kaufen. Spart sein Geld, Komma, den Nebensatz, und das, der Nebensatz fängt mit, an, immer, dann die Wörter, dann zu steht, bevor das Infinitive Verb. So, der Mann oder spart sein Geld, Komma, ein Haus zu kaufen. So, das heißt, he saves his money in order to buy a house. Ein Haus zu kaufen. So, okay. Wieder ein anderes Beispiel. Was habe ich? Sie arbeitet sehr schwer, eine Beförderung zu bekommen. So, sie arbeitet sehr schwer. Das ist das. Das ist der Hauptsatz. Sie arbeitet sehr schwer, Komma, in der Komma, eine Beförderung zu bekommen. So. Zu stands right in front of the verb. So, she works very hard in order to receive her promotion. So, stick that zu right in front of that that infinitive verb at the end. Dann sagt, was du sagen willst. Dann zu, dann verb. Sie arbeitet zu schwer, eine Beförderung zu bekommen. She works very hard in order to receive a promotion. Okay? Gut. So, ich habe 13 Leute, 21 im Bett, Moral 80, Schutz 70, Energie, Schuld Wasser 60. Was soll ich machen? Ich habe 13 Leute. Ich werde ein bisschen, was heißt das? Ein bisschen, ich vergesse, ein bisschen farmen. abfarmen, auffahren, bebauen, okay, ich bebaue ein bisschen. Ich pflanze Essen. Mutterbeere Pflanze, natürlich. Was stecke ich sie hier? Ich pflanze sie hier.
Eins, zwei. Oh, ich hab nur zwei. So. Ich brauche mehr Mutterbeerpflanze, um sie zu bebauen. I need more Mutterberry trees in order to plant them. I need more Mutterberry in order to plant them. So, yeah, ich brauche mehr Tatos. Shop. Essen ist. Nee, okay. Gibt es niemand hier? Ich brauche eine anderen Farmer. Was magst du? Hallo. Gut, ich gebe du einen Job. Unassigned, ausgezeichnet. Die neue Datum ist wunderbar. Komm hier, Mann, komm hier. Gut. Unassigned und? Unassigned. Assigned to Essen. Oh, wunderbar. Danke für das, das neue Update. Und so, was, hallo, unassigned, so, sie arbeitet nichts und das freut mich nicht. Jeder muss arbeiten, okay? Jeder muss arbeiten. Jeder muss arbeiten. Du, 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 du. Jeder muss arbeiten. Du. So, hier zu leben, muss man arbeiten. In order to live here, one must work. Okay, so yeah, cool. Wo bist du, Siedler? Ja. Ah, das Neuesten? Yes. Er trägt keinen oder kein Werkzeug. Oder Werkzeug, ja, ich denke. Assigned to bebauen. Was? Nee. Oh, ich hab nie. Okay, ich verstehe. So, assigned to befehligen. Los, nee. Produziert. Oh, sie sind benötigt. Okay, da. Nee. Ich bin doom. Was tue ich? Okay. Er bebaut diese Sachen. So, gut. Zu. Ich wähle diese Geschützturm aus, ihn zu bewegen. I select this Geschützturm, this, whatever these are called in English, in order to move it. Ich wähle ihn aus, zu bewegen. Und wo stecke ich ihn? Ich stecke ihn hier. Ja, hier. Hier ist gut. Ich sage so. Ich sage alles. Gut ist, weil ich kann. Okay, gut. Zu, in order to. So, your Hauptsatz, comma, bla bla bla, zu, verb. Okay? Yeah, gut. Hallo, assigned to, ausgezeichnet. Gut, meine Russ. Okay. Gut, so next. Ist anstatt zu. Diese Construction oder wie man sagt diese Sagen ist immer gleich. Hauptsatz, Komma, dann das wie heißt die Conjunction? Coordinating conjunction, yeah, conjunction, then was du sagen musst, zu, verb, okay? Gut, ich, was habe ich? Korn? Mais, Entschuldigung, Mais, ich habe 5 Mais. 52 Essen, brauche ich mehr Schutz, ich denke. Okay. Hier. Okay, so anstatt zu. Oh, toll. Anstatt zu. Entschuldigung, zu. Not zoo, as in I go to the zoo in America or England. Aber anstatt zu means instead of. Anstatt zu, instead of.
And man kann wieder Anstatt oder Stadt sagen, okay? So man kann beide sagen, Anstatt oder Stadt. Stadt zu und Anstatt zu sind gleich. Kein Problem, das zu sagen. So, Anstatt. Anstatt. Instead of. Anstatt. Instead of. Ausgezeichnet. So, meine Beispiele. Wo ist meine Beispiele? Meine Beispiele. Ich hätte bessere Beispiele entwickeln sollen, anstatt Videospiele zu spielen. I should have made up better examples instead of playing video games. Ha 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 ha. Ich hab Witze. Okay. So, ein besseres Beispiel. Sie gehen in die Kneipe, anstatt in die Uni zu lernen. Sie gehen in die Kneipe, statt in die Uni zu gehen. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Dies meint das Gleiche. So, kein Problem. Statt, anstatt. They go into the bar instead of going to the university to learn. Instead of into the university to learn. Okay. So, sie trinken anstatt zu lernen. They drink. They're drinking instead of learning. Schlechte Studenten. Schade. Gritzoik, eins. Okay. Gut. Ja. Gut, Gritzoik. Du bekommst dein Gritzoik im Moment, wenn ich dich auswählen kann. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Gritzoik, eins. Und ausrüsten. Gut. Hallo, Strong. Bitte iss meine Siedler nicht, okay? Klare Danke. Das heißt, dass Dinge mit schärferen Augen hier auf der Jagd sind. Strong soll keine Siedler essen. Oder sonst ja? Strong soll Raider fressen, statt meine Siedler zu essen. Warst, Strong should eat Raiders instead of eating my farmers. Oder my citizens or seedlers Ein or whatever Leben, their word is. Mein Siedler. Hello, Siedler. Why can't I select you? Warum kann ich nicht dich auswählen? Auswähle. Wähle aus. Okay. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Okay. Oh, er hat ein Zeug ausgezeichnet. So, track es. Tot schick. Okay, Strong. So, gut. Anstatt zu. Instead of. Gut. So. Was auch gibt es? Ohne zu ist toll. Ohne zu. Without means, heißt without. And then an ing form in English. So without running, without sitting, standing, without laughing, stuff like that. Ha 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 ha. Agatha's Kleid. Oh, toll. Alle so. Ohne zu. Gut. So. Lederrüstung brauche ich nicht. Verwert. Ich kann sie verwerten. Diese Lederrüstungen. Okay. So, ja. Metall, ja. Abgedunkelt, es ist nicht verstärkt, okay. So, ohne zu, du musst meine
Du musst meine Beispiele anhören, ohne zu lachen. You must listen to my examples without laughing. Okay, that would make me happy. That's Freud mich. Say, du musst meine Beispiele anhören, ohne zu lachen. Bitte lachst du nicht an meine Beispiele. Ich weiß, dass die scheiße sind. Okay? Okay, danke. Gehartet. Räder Rüstung, nein. Brauche sie nicht. Vermeidet. Legiert. Oh, kann ich poliert. Okay, poliert. Gut. Ich kann, weil ich Rüstmeister 2 habe. Toll. Was kann ich auch tun? Taschen. Zusätzliche Taschen ausgezeichnet. Ups. Anfertigen. Ja, bitte. Okay. Gut. Jetzt kann ich mein Leder und so weiter bessern. Gut. Taschen. Zusätzliche Taschen. So, sehen. Ich bekomme 10 more Gewicht. Toll. Oder 5 mehr. 5 ist für normale. Diese Taschen 5. 10 hier. Gut. Rüstung. Rüstmeister 3. Okay. Metal Arm. Linker Arm. Legiert. Poliert. Yes, ich poliere dich. Und zusätzliche Taschen. Achsekleber. Leder 29. Zusätzliche. Biocom Interface. Was? Ich vergesse. Biocom Interface. Erhöht die Wirkungsdauer von Camps um 50%. Oh ja, yeah, das ist toll. Besser als tiefe Tasche. Okay. Gut. Oh. Poliert, vernietet. Okay. Vernietet ist am besten. Umgeölt. Vernietet. Haha. Okay. Poliert, vernietet. Okay. Gut gemacht. So, ja. Yeah. Ohne zu. Without. And then the ing form. Okay. Ich. Bewege mich dieser Sack, dieser Power-Rüstung. So, ein anderes Beispiel. Wenn man für eine Prüfung paukt, ohne Pausen, bekommt man schlechte Noten. Okay, wenn man für eine Prüfung paukt, ohne Pausen, bekommt man schlechte Noten. Dieses Beispiel hat drei kleine Nebensätze. So, ich brauche Licht in hier. Ja. Yeah. So, when one cramps for a study without breaks, one gets bad grades. Okay, man braucht Pausen. Pausen sind gut, Pausen hilft man. Und in hier brauche ich Licht. So, yes. Gut. So, ohne zu, without ing. So, und ohne zu, das Komma muss bevor ohne stehen, okay? So, steckst du das Komma bevor ohne, bevor bevor anstatt oder statt und auch bevor außer. Und diese vier Conjunctions sind die einzige, die man in dieser infinitive construction benutzen kann, okay? So man muss nur diesen Wörter benutzen. Conjunctions, so anstatt oder statt, ohne und außer. Okay, gut. Was habe ich? Nerd 2, 5, bleibt, stecke ich hier. Kabel anbringen, ja, ausgezeichnet. Okay,
Hier. Einer hier. Einer hier. Und Kabel. Ey. Hier. Und. Nee. Hier. Yes. Gut. Okay. Gut. Und. Gott sagt. Lass es Licht sein. Licht. Licht. Gut. Schon gut. Mehr. Mehr Licht. Okay. So, als ich gesagt hatte, anstatt, statt, ohne und aus und außer sind die einzigen Wörter, die man dieses besondere Construction benutzen kann. So, this infinitive, zu infinitive Construction. Verstehst? Hoffentlich. Laha, Licht, 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 das Licht, das Licht, das Licht freut mich. Und an der Eingang. Okay. Und hier, wie viele? Ich kann 36 machen. Okay. Ich stecke da, da, da. Ups. Komm mal. Nee, Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Spring nicht. Spring nicht! Okay, gut. Klapp gut. Klapp gut. Spring nicht. Okay, habe ich Licht. Habe ich Licht. Yes! Wunderbar! Besser, ja? Ja, sehr besser. Okay. Piper, geh weg! Manchmal, ich hasse dich, Piper. Okay? Manchmal. Okay, so ohne zu, without, and then an ing form is the English translation. Without running, without laughing, without taking breaks, und so weiter und so fort. So ja, yeah, was ist auch? Außer zu. Außer benutzt man nicht so oft. Okay. Oops. X. Okay, außer ist nicht nicht sehr popular. Populär zu benutzen. Hier so dunkel. Ich brauche Licht draußen. Ja? Warum nicht? Warum nicht? Okay, gut. Oops, oops, oops. Okay, so außer außer zu benutzt man nicht so oft. Yeah. So außer zu. Außer zu means except, apart from, or besides. Es ist sehr modern, ein modern construction. So man benutzt es nicht immer. Und so yeah, yeah. Hier, hier und hier. So, außer zu benutzt man nicht immer. Oder es ist sehr neu, diese Konstruktion, außer zu. Okay. Licht. Ich hab mehr Licht. Toll. Freut mich. Draußen. Warum nicht? Ich brauch Licht. Draußen, sage ich. Ha! Toll! Sehr schön! Sehr schön! Oh, wunderbar! 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 Sehr toll! Sehr toll! Warum nicht? Warum nicht? Ich bin Lichtverrückt. Hier und... Hey, hier, oh, knock und. Okay, ja, Tor. Was? Ew. Okay, besser. Haha, und ich kann hier diese Rekrutierungsfunkels. Funk Lightstraw
Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ich, Rekrutierungsfunkleitstrahl. Hallo Hund, unassigned. Oh nein, was für? Ich höre etwas. Ein Strom? Hoffentlich kein Strom. Oh yeah, Steuerstrom. Was? Okay, besser. Gut, Speichern. So, Ausser, except apart from besides, it's normally used as a preposition with an infinitive noun. A infinitive noun is wenn man leuchten schon Mensch. Ein infinitive, see all of these schreiben, okay. Infinitive noun, man nimmt ein infinitive verb, so lassen uns benutzen, dichten, poetry, to write poetry, ich denke, hoffentlich, dichten, to write poetry. Yes, to write, to poetize. So, dichten. Wenn man ein, das, man kann steckt dieses Wort in ein infinitive noun. So, das dichten. Das D ist groß. Und wenn man ein Verb als ein Noun benutzt oder endet, ist das Wort, ist es immer, oder ist den Artikel immer das. So, das Dichten, das Laufen, das Rennen, das Umspringen, das Schlafen, das Aufwachen und so weiter und so fort. Okay. So, ja. Yeah. Schöner Himmel. Okay. So, was... Ausser zu ist ein sehr, sehr schwer Sachen zu benutzen, so ein schwer Construction to use. So man soll benutzen oder schreiben, zum Beispiel, er schreibt nichts außer dichten. Er schreibt nichts außer dichten. He writes nothing but poetry. Hallo. Was hast du für mich, Carla? Carla, brauchst du noch was? Der Weg, ja, ich brauche etwas. Ziemlich weit. So, Carla. Ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Okay, was hast du? So, Carla verkauft Laserpistole oder Klauser, ha. Carla verkauft schlechte Waffen oder klassisch, nee, ich kann besser tun. Carla verkauft Waffen außer guten Waffen? Nee, das ist kein Verb. Ha, weiß nicht. Okay, so was hast du für mich, Carla? Nicht so gut, dass ich es brauche. Okay. Nee, later. Nee, ich hab nur 500 Kronkorken. Nee. Okay. 31. Yeah. Shot Patrona. Okay, ich verkaufe etwas. Minigun brauche ich nicht. Ich hab eine Sean. Ich denke. Okay. Was habe ich hier? Okay, keine Angst. Okay. Later. Nee. Was? 5 mm. Ja. Und das. Okay. Gut genug. So ja, außer benutzt man nicht sehr oft, weil, Entschuldigung, außer zu
benutzt man nicht so oft, weil es ist sehr modern und schwer zu benutzen. Oder ich denke, es ist schwerisch, aber ich bin kein Deutscher. So, ja, außer. So, wenn man außer benutzt. Was machst du? Strong, geh weg! Weg, Strong! Geh weg! Du Arschloch! Okay. Strong. Kein Problem, ich schätze. Mit Stacken. Gut, gut, gut. Holz. Okay, Schallgedämpf, ich hab eines. Yep, ich hab eine. Kalibriert und Mischtisch. Brauche ich, nee. 43. Leicht, schwer, kalibriert, Standard. Kompert. Verlangerter, perforierter Lauf. Ich hab ein, das auch. Verlängerter, nee. Gut. Gut, etwas besser, ich denke. Yes, besser. Gut gemacht, gut gemacht. Comfort Grip, Sharpen Shoots Grip, brauche ich. Ich. Yeah. Yeah, Grosses, okay. Okay, oops. Tschüss. Schnell, schwer, Impro, Sharp geschützen Gewehr. Was habe ich hier? Verlängerter Lauf. Verlängert Leicher, ja, nee, nee, Schellan, nee, okay. Gut, brauche nicht. Taktisch schwer. Schwer Verschluss. Okay, warum nicht? Immerhin regnet es nicht. Okay, ja, verwerte. Okay, gut, so das ist alle meine Waffe. So, ohne zu ist schwer. Nach meiner Meinung. So, ja. Mein Beispiel. Er schreibt nicht außer Dichtung. Dichten. He writes. Was brauchst du, General? He writes. He doesn't write except poetry. Okay, so he writes only poetry. Schlechtes Beispiel. Ich habe viele, viele schlechtes Beispiel. Fair fight, if hast dich. Ich hasse dich. Okay. Gut, so was kann ich ist bei Sharon. So, diese Wörter sind sehr schwer. Ja. Aber, hello. Oh, ein Siedler. Du musst etwas bebauen. Aber ich hab nichts, ja? Und ich kann keine Läden, weil ich hab keine Local Antwort. Mist. Herstellungen. Nee, Local Anfuhr, okay. Kein Problem. Wasser, Essen, okay, hier. Du arbeitest hier. Komm, Frau, komm. Du, unassigned. Siedlerin und Zuweisen. Okay. Ja, okay. Und ich, sie braucht dein Outfit. Ups. Sie braucht ein Outfit. Was soll sie tragen? Agatha's Kleid? Nee. Baseballkleidung. Okay, yeah. Hier. Vorhelm, Linker, Rechte. Was auch? Gürtzeug. Was auch. Okay, ja, das ist gut genug. Melona? Ja, Melona. Okay. Hallo, Cedar. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ups, ich hab alles genommen. Tauschen. Na klar. Tut mir leid, ich hab alles genommen. Ich brauche alle nicht, so. Ja, ich. Ja. Ha. Oh, Melona. Melona oder Vorhelm. Vorhelm. Okay, gut.
Und Improv Pistol. Improv Pistol. Nur eins, zwei. Okay, gut. Fertig. So, ja, zu, außer Stadt, zu, anstatt zu, ohne zu und außer zu. Sie sind wichtige Wörter, die man benutzt. Und man kann sie benutzen, seine Sätze zu verbessern. So one can use them in order to improve their sentences. Ho ho! Just like that. Okay, so, zu, in order to, anstatt, oder statt zu, instead of, außer zu, except, besides, apart from, und ohne zu, means without, and then the ing form of the English word. So without running, without laughing. So in order to, zu, sie, zu, spart sein Geld, ein Haus zu kaufen. He saves his money in order to buy a house. Anstatt zu. Sie gehen in die Kneipe, statt in die Uni zu lernen. They go in the... Oder, nee, das ist dumm. Statt. Sie gehen in die Kneipe, statt in die Uni zu gehen. They go to the bar instead of going to the university. Ja. Okay. Und ohne zu. Wenn man für eine Prüfung braucht, ohne zu pausen, bekommt man schlechte Noten. Wenn man für eine Prüfung braucht, ohne zu pausen, bekommt man schlechte Noten. If one cramps for an exam without breaks, one receives bad grades. Okay. Und außer zu, man soll es benutzen als ein Verb. Ändert das Verb zu einem Nomen. So, schreibt nicht außer Dichten. He wrote nothing except poetry. Okay. So, gut gemacht. Hoffentlich habe ich dir geholfen. Oder wenn nicht, und ich hatte nur dich mehr verwirrt gemacht, dann ist das schade und mir ist egal. Tschüss. Oh, hello, Strong. Sagst du etwas? Nee? Okay. So, ja, danke für Anschauen. Hoffentlich hatte meinen Unterricht dich ein bisschen geholfen. Auf Wiedersehen. Tschüss.